hoffentlich. Unsere nächste Sprecher hat in Bielefeld studiert. Und er hat dort Laserphysik studiert. Und jetzt arbeitet er am Max-Planck-Institut für Extraterrestrialphysik. Und heute wird er erklären, wie man verschmierte Bilder wieder klarer machen kann. Und nochmal einen großen Applaus für Peter Buschkamp und Lasers in den Weltraum schießen für die Wissenschaft. Okay, vielen Dank. Vielen Dank fürs Erscheinen. Ich bin sehr aufgeregt und habe Spaß daran, das hier vorzutragen. Nach den ganzen Jahren, die ich hier schon war, ich werde nicht über Bielefeld reden. Ich bin nicht erlaubt, Ihnen das zu erzählen. Also heute werde ich über das reden, was in der Feld meiner Expertise liegt. Wenn es eine Sache gibt, die ich rüberbringen will, es geht nicht über die eine Person, die es Ihnen zeigt, sondern es ist eine Teamarbeit. Die meisten Bilder wurden vom Kollegen von mir gemacht, vom Herrn Ziegeleder und der Projektleiter hat auch Folien hinzugefügt und ich würde hier nicht stehen, um Ihnen diese Folien zu zeigen und diese Bilder, wenn es nicht für das riesige Team wäre und all die Leute, die da mitgearbeitet haben. Ich hoffe, das ist recht vollständig, vielleicht sind da noch mehr. Viele Leute haben ihre Karriere in das Projekt gesteckt. Es ist niemals über das, was eine Person speziell gemacht hat, sondern es ist immer das, was das Team geleistet hat. Aber bevor wir jetzt mit den Lasern anfangen, wir haben erstmal klarzustellen, warum wir das machen. Nicht einfach nur, weil wir es können, sondern warum wir es machen. Und es muss ein sinnvoller Grund sein. Im ersten Schritt werde ich euch das Ganze erklären und über das Problem reden und das Problem, was wir damit versuchen zu lösen mit dieser Technik. Ich werde hauptsächlich Diagramme zeigen, nicht Hardware-Teile. In der Astronomie tun wir zwei Dinge. Auf der einen Seite produzieren wir ein schönes Bild von einem Stern. Das ist das linke Bild. Und dann nehmen wir einen anderen Lichtbalken und rechnen daraus ein Spektrum. Und daraus kann man dann die verschiedenen Intensitäten der Farben erkennen. Und dann kann man auch einige schwarze Linien erkennen. Das sind die Absorptionslinien. Um solche Sachen zu tun, braucht man ein Spektrograph. Und dann hat man einen Spalt, den man über eure Optik, über das Objekt tut, welches man beobachten möchte, so dass man nur die Linien von dem Objekt bekommt, das man beobachten möchte. Das Problem ist, dass dieser Spalt nicht unendlich klein oder unendlich groß gemacht werden kann. Weil der Spalt die Auflösung beschränkt. Und das muss über gewissen Auflösung sein, damit man Messungen machen kann. Und wenn man dann auf ein Bild guckt von einem der besten Teleskope auf dieser Erde, wenn man dann einen Spalt über eins von den Sternen tut, und dann seht ihr, wenn ihr für den Stern gehen wollt, dann seht ihr schon das Problem, weil man den Spalt nicht weitermachen kann. Und deshalb verliert man Licht.
Wenn man quantitative Messungen vollführen will, braucht man das ganze Licht und alle Pixel. Und wenn man das jetzt ändert, wirft man was weg. Unser Bild sieht jetzt so aus, es sieht schön aus, aber können wir das nicht besser? Ja, können wir. Und das ist, was wir hinkriegen mit adaptiver Optik. Das ist die... wenn ich zwischen den Bildern hin und her wechsle, sieht man den Unterschied. Okay. Also, warum kriegen wir nicht ideale Bilder? Der Grund dafür ist, dass es die Atmosphäre gibt. Die Atmosphäre ist toll zum Atmen, es ist aber nicht so cool für Astronomie. Also, wenn ein Stern im Weltall hat, kann sehr weit weg sein. Also, dass das Licht schon sehr weit gereist ist und dass die jetzt endlich die Atmosphäre erreichen, was man nicht haben will. Also diese Lichtstrahlen reisen ungestört und sie kommen perfekt an. Und wenn man jetzt einen Satellit hat, ist das wirklich cool, weil dann kann man direkt diese Lichtstrahlen aufnehmen, ohne dass sie verzerrt werden. Wenn man jetzt was am Boden hat, dann bekommt man ein Problem, weil die Atmosphäre Turbulenzen es gibt Temperaturunterschiede und all das macht verformt die schönen geraden Lichtstrahlen in verzerrte Strahlen und das hat man Probleme dann auszulesen. Je größer jetzt die Optik ist, die man hat zum Messen, desto größer ist die Auflösung. Das, was ihr seht, ist dieses sich Bewegen der Atmosphäre. Und man kann es unbeschränkt groß machen, man wird aber keine bessere Auflösung bekommen. Und das mit Teleskopen, die 20 cm breit sind. Und was tun wir jetzt? Haben natürlich Leute über dieses Problem etwas länger gedacht. Und die erste Idee kam in 1953 in Kalifornien. Und wenn wir die Möglichkeiten hätten, konstant alle Bewegungen von dem Spiegel messen können und dass wir den Spiegel an die Bewegung anpassen können, dann können wir erwarten, dass die Atmosphäreneffekte ausgeglichen werden. Und wie wir das jetzt wie wir die Störung jetzt loswerden können, um das perfekte Bild zu bekommen, was wir im Weltall bekommen, auch auf dem Boden haben. In den 1970ern hat das US-Militär Experimente gemacht und die Russen auch, aber die Amerikaner sind dafür bekannt mit Starfire Optical Range. 1992 die Amerikaner bauten das erste adaptive Optiksystem, und in den 80ern wurde dieses System dann das erste Mal genutzt, um Astronomiebilder zu entzerren. Und dann gab es noch mehr in Europa und Peru. Okay. Und jetzt kommen wir von diesem komischen Bild auf dieses deutlich bessere, was jetzt plötzlich anstatt ein Stern nach zwei Sternen oder Planeten aussieht. Es ist halt ein binäres System auf einer Astronomiekonferenz. Aber ja, man kann Sachen enthedern, die man davor nicht gesehen hat. Also wie sieht dieses ganze System aus in den Grundbausteinen? Also wir haben das Ganze irgendwo stehen. Und wir haben schon gelernt, dass man die Lichtstrahlen kriegt, die von dem Ausstoß verzerrt werden. Und das kommt von irgendwo. Und jetzt brauchen wir ein System, was drei Komponenten hat. Das erste ist ein verformbarer Spiegel.
Das andere ist ein Wavefront Center. Und das dritte ist ein Echtzeitcomputer. Wir brauchen irgendwas, um zu messen, um diese Messungen, um diese Informationen auszuwerten. Und dann brauchen wir irgendwas, was diese Wellenfront korrigiert. Das muss wieder gerade wird. Der Wellenfrontsensor muss einige Informationen zu dem Computer schicken. Und das ist, was die Krümmung ist, wie die Wellenfront aussieht. Und der Realzeitcomputer errechnet dann diese zufällige Wellenfront und begradigt es. Und es geht auf diesen verformbaren Spiegel, dann geht es auf irgendein anderes und dann auf den Wellenfrontsensor. Und dann hat man natürlich eine Kontrollschleife. Und man misst irgendwas hier, tut es da rein und das verformt dann irgendwie und verändert dann so die Wellenfront, die von oben kommt. Und aus der Rückmeldungsschleife meldet sich dann, ob man das genug gemacht hat oder ob man das noch mehr machen muss oder ob man das an einer neuen, dadurch, dass die Atmosphäre ändert, wieder an einen neu ändern müssen. Und deshalb muss man das die ganze Zeit machen in Echtzeit. Und man muss halt bei ungefähr 100 Kilohertz, das heißt 100.000 Mal pro Sekunde, diesen Vorgang durchführen. Und dann, das Ding in der Mitte ist ein Beamsplitter. Das tut einiges Licht, das leitet einiges Licht zu dem Wellenfrontsensor und natürlich nicht alles. Und dann ist natürlich die Wellenfront ausgeglichen und ich kann jetzt mein Instrument fokussieren. Um das Ganze zu erreichen, ist das ist jetzt diese Folie, über die ich vorhin geredet habe. Man sieht es am grünen Symbol. Man hat die ankommende Welle, die in Orange aufgezeichnet ist und dann approximiert man das Ganze mit einer linearen Approximation und das ist dann die grüne Linie. Und jetzt die Größe, was man als linearen Stützpunkt wählen kann, ist 10 bis 15 Zentimeter groß. Aus dem Grund, weil der Spiegel, der das ganze Licht sammelt, ist normalerweise an diesem Punkt 8 bis 10 Meter. Okay, aber wie errechnen wir diese Kurve? Also wir können es natürlich approximieren an den Schnittstellen, aber wie genau bekommen wir diese Funktion? Wir brauchen ja diese Funktion, um das Ganze in den Spiegel einzuspeisen, damit der Spiegel angepasst werden kann. Und das ist, wo der Sensor benutzt wird, den wir benutzen, ist ein Shack-Hartmann-Sensor und er sieht so aus. Wir haben, also das ist natürlich die Idee, wir haben Licht, was gerade einfällt und wir haben eine Array of, also eine Liste von Lenses, also 1, 2, 3, 4, 5 untereinander hinweg und das dann auch in die zweite Dimension. Und die fokussieren das Ganze auf einen Detektor. Und wenn die Welle, die jetzt ankommt, gerade ist, dann bekommt man mehrere Fokussierpunkte. Wenn jetzt die Welle aber nicht gerade ankommt, dann sieht es so aus. Und wie man hier sieht, bewegen sich die Fokussierpunkte der Linsen woanders hin. Und jetzt hier sieht man den Unterschied nochmal besser. Und man sieht natürlich, dass was das Richtige ist und was nicht. Und wenn es perfekt ist, dann sind die Punkte genau an den Stellen, wo sie sein sollen. Wenn nicht, dann sind sie verschoben. Und diese Verschiebung kann man messen von der Nullposition und dann hat man eine Approximation für die Funktion. Und es ist natürlich komplexer als das. Es gibt viele Matrizen, mit denen man rechnen muss, aber
Und die Laufzeit ist, die Matrizen sind quadratisch und man muss sie invertieren und ja. Es gibt sehr schlaue Programmierer und Menschen, die an solchen Problemen arbeiten. Das ist aktuelle Forschung, das ist noch nicht fertig. Okay, so. Okay, angenommen, wir haben diese Kurven, dann ist das die Form des Spiegels und das ist die einfachste Annahme eines Spiegels. Und das in der Mitte geht ein bisschen zurück und das vordere geht vom Spiegel geht vorwärts und dann kommt die Spiegel da drauf, dann kommt die Welle auf den Spiegel und geht zurück und ist reflektiert und ist wieder gerade. Das ist natürlich jetzt die einfachste Annahme. Natürlich ist es viel schwieriger. Es ist natürlich viel komplexer. Das heißt, wir müssen mehr Wackeln in unserem verformbaren Spiegel haben. Man könnte das mit einer Membran machen, die kontinuierlich ist. Oder man könnte das mit kleinen Teilchen machen, die sich hoch und runter und seitlich mit Piezos bewegen können. Die sind da drunter, die müssen das natürlich 1000 Mal pro Sekunde machen. Oder man könnte dann durch zwei piezoelektrische Wellen nehmen. Und wenn man dann eine Ladung an diese blauen Elektronen anlegt, dann bewegt sie es runter oder bewegt sich hoch, je nachdem wie dem Vorzeichen der Spannung. Und man hat eine Kurvung in dem Spiegel drin. Das ist natürlich nicht so einfach in Realität, weil die nicht einfach unabhängig voneinander sind und sie sich gegenseitig beeinflussen. Aber das ist das grundlegende Prinzip. Ihr habt gesehen, dass da der Strahlteiler war. Und einiges geht uns in unser Experiment und das andere geht in unseren Wellenfrontsensor. Und wenn wir dann irgendwas, was wir aufnehmen wollen, wie eine Galaxie, die Millionen von Jahren entfernt ist, von Lichtjahren entfernt ist, also was tun wir? Um das anzupassen, brauchen wir natürlich einen Spiegel, der näher dran ist. Der rote Stern ist den wir messen wollen und den gelben nehmen wir zum Anpassen. Und wenn Sie jetzt Ihren Arm ausstrecken und auf den Finger gucken, das sind 20 Gradminuten. Because if you have a large separation, then they do sense different. Und natürlich kann man da nicht eine große Distanz zwischen den Sternen haben, weil dann sehen die unterschiedliche Turbulenzen. Okay, jetzt ist das Problem, was man im 10% der Punkte, die man im Weltall sieht, haben einen Stern in der Nähe, den man auch wirklich dazu benutzen kann. Und jetzt zu den Lasern. So, also genau, und wenn man jetzt keinen Stern findet, dann baut man sich seinen eigenen Park mit. Also, wir machen uns unseren eigenen Stern. Das ist, also wenn kein Stern in der Nähe ist oder der nicht hell genug ist, dann muss es nicht, warum muss es hell sein? Ganz einfach, wenn man die Berechnungen 1000 Mal in der Sekunde machen, die Zeit, die es braucht, das aufzunehmen, auf der Wavefront, es ist ein Tausendstel einer Sekunde. Und wenn man nicht genügend Photonen in einer Tausendstel Sekunde hat, dann kann man diesen Abstand nicht berechnen, die Linse das Bild verzerrt oder nicht verzerrt. Also wie kriegen wir genügend Photonen? Also es gibt zwei Sachen, die man dabei machen kann. Also es gibt ein wunderschönes Salzschicht in der Atmosphäre, die man damit was man damit machen kann, ist, und man nimmt einen Laser, den man den
den man in das, den man ins All schießt, der dem Energielevel der Atome entsprechen muss. Und wenn man jetzt genügend Energie, Stickstoff, tut mir leid, nicht Salz, Stickstoff, mein Fehler. Das kann mit einem Continuum Laser machen, das wurde in der Vergangenheit schon gemacht. Und das erste Instrument war auch so ein Laser, aber in solchen Tagen waren solche Laser wirklich teuer. Es waren Stickstofflaser. Und es gab damals noch andere teure Laser. Heutzutage können wir das deutlich besser, aber vor 10 Jahren war es noch nicht möglich. Eine andere Möglichkeit war, ein Relais in der Atmosphäre zu benutzen, einen grünen Laser zu verwenden, der billig ist im Vergleich zu dem anderen, und dann kann man den ganzen in der Atmosphäre auf, und man hat Rückwirkungen von Photonen den ganzen Weg, den man den Laser schießt. Dann habe ich natürlich in. Okay, wie schauen diese Dinge aus? Können wir das Licht ein bisschen dimmen oder ist da ein Ausschalter? Lass uns den Knopf drücken. No, nein, nein, nein. Oh no, nein. It's still on here. All right. It's looking like this. Es sieht so aus. Who has been at the camp? Wer war auf dem Camp? Da war ein Astromee-Talk auf dem Camp. Actually, if this talk had been tomorrow, we would have had a live conference right now here. And she sent me that picture. Hätten wir diesen Talk morgen gehalten, hätten wir eine Live-Konferenz zu diesem Thema machen können, weil sie mir diese Fotos gerade geschickt hat. Die Sachen, über die ich sprechen möchte, sind die grünen Sachen auf dem rechten. Das sind die, mit denen ich beschäftigt war. Und wir gucken uns das jetzt ein bisschen an. Wenn man den Laser in die Atmosphäre schickt, dann hat man natürlich ein Problem, weil der Stern ist sehr weit entfernt, wirklich weit entfernt. Und das Licht kommt runter wie ein Zylinder. Und das Licht von dem Laser kommt runter als ein Kegel. Da muss man natürlich sich entscheiden. Und ein anderes Problem ist, was wir auch noch haben. Wenn wir einen Stern nehmen, um die Wellenfront zu messen, dann geht er nur einmal durch die Atmosphäre. Der Laserstrahl geht zweimal durch die Atmosphäre. Und dann gibt es nicht nur durch die Phasenverschiebung auch, dass die Atmosphäre sich bewegt. Nicht nur, dass man helle und weniger helle Twinklings hat. Wann immer wir diese Laser-Messung machen, dann brauchen wir noch einen anderen Stern, um diese Daten zu messen. Aber der Stern kann ein bisschen weiter weg sein. Und jetzt sollten wir noch darüber nachdenken, wie die Turbulenzen aussehen, und wir sollten davon am besten ein Profil stellen. Das ist jetzt, wie das Ganze aussieht. Hier jetzt als Beispiel, wo man an der Seite sieht, in Arizona, sieht man, wo die meisten Turbulenzen direkt über dem Boden entstehen direkt über dem Boden. Und wir sollten uns dann wahrscheinlich um die Schicht über dem Boden kümmern und nicht über die höheren Schichten. Okay, also was wir machen wollen, ist, dass wir die Bodenschicht gut rausrechnen wollen. Dazu nehmen wir einfach drei Laser dann, um
das Ganze dann rauszurechnen. Und natürlich können wir das kombinieren und es sieht dann so aus. Über diese Kombination werden wir heute nicht reden. Wir reden nur über diese Kombination. Das ist, wie es aussieht. Das ist, wie unser Teleskop aussieht. Das ist der Hauptspiegel, wo wir das Licht aus dem Weltall auffangen, das auf den zweiten Spiegel fällt und was wir dann empfangen. Aber zuerst müssen wir den Laser losschießen, den wir auf einen Spiegel schießen, der dann in die Atmosphäre gerichtet ist. Nach ein paar Mikrosekunden erreicht es die Höhe von 12 Kilometern. Nach 80 Millisekunden kommt der Laserstrahl schon wieder zurück in unserem Detektor. Und wir fangen es mit dem Spiegel auf und das ganze System nochmal durch. Und dann haben wir das Signal wieder in unserem Detektor nach 80 Millisekunden. Dann schaut man einfach, damit man die Information loswerden kann, nur auf dem Weg hoch, man zeichnet dann nur 80 Nanosekunden auf und schmeißt den Rest dann weg und dann hat man eine Messung. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr hier da wart und viel Spaß. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was auch wirklich funktioniert. Also das hier, das System heißt Argos, das ist ein Boden-AO-System. Es hat eine Breitfeldkorrektion. Wir können also nicht nur einen Teil, kleinen Bereich des Himmels angucken, sondern einen großen Bereich. Das Ganze kann 4x4 Bogenminuten korrigieren. Es ist ein Mehrlasersystem. Damit, warum wir das Ganze brauchen, haben wir ja vorhin gesehen, dass wir mehrere Laser haben können. Und wir benutzen hochenergetische, grüne, pulsierende Laser. Der verformbare Spiegel ist schon in das System mit eingebaut, als zweiter Spiegel, damit wir es direkt dort anpassen können. Es ist installiert bei diesem Teleskop. Es sieht ein bisschen komisch aus. Das ist das große binokulare Teleskop. Es ist circa 23x25x12 Meter in Arizona. Und es hat einen zweiten anpassbaren Spiegel, was das violette farbige in der Mitte da ist. Das ist, wie es aussieht. Das ist der Kontrollraum. Das ist, wo man sitzt. Das bleibt alles fest. Das ganze Helle bewegt sich und rotiert und hoch und runter. Die obere Kante ist, ist der 11. Stock. Wenn man hier sitzt, kann man hier das Ganze, kann sich ein bisschen umschauen. Es ist recht schön. Und da ist eine Leiter. Ja, und das Ding ist riesig. Okay, das ist, wie es aussieht, wenn man wirklich da ist. Unser System-Layout sieht aus wie das hier. Wir haben unseren anpassbaren zweiten Spiegel. Wir haben den primären Spiegel, was wir vorhin schon erklärt haben. Wir haben eine Laserbox. Das Grüne, was die Laser eigentlich sind. Also wir produzieren hier die Laser und dort haben wir Steuerspiegel, wie wir das Ganze in Spiegel bekommen und Kameras, die das Ganze kontrollieren können, ob der Winkel richtig ist. Und das Schwarze ist der Kamera, also der Verschluss, der sich direkt wieder schließt. Und wenn man das System benutzen will, muss man 6 Wochen davor Militäragenturen Bescheid sagen, was man angucken will. Und die sagen einem dann, was man angucken kann oder nicht. Irgendwas geht darüber. Was könnte das sein?
Of course, at some point the lasers come down again. Natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt kommen die Laser wieder runter in dieser Kegelform. Und letztendlich endet es in dem Wellenfrontsensor, das viel kompakter ist als diese Box, die ich euch zuvor gezeigt habe. Da sind Akquisitionskameras, ob wir genau dem gleichen Punkt sind. Und wir müssen diese Türen öffnen, die den Shutter, die Blende für die Kamera. Wir müssen es öffnen 30 Millisekunden, nachdem der Laser abgeschickt worden ist. Das ist ein elektrisch-optischer Effekt in diesem. Und dann, da ist natürlich auch noch was zusätzlich. Wir können ohne, nicht ohne diesen Tilt das machen. Das ist ein Mensch, der sitzt vor diesem Wissenschaftsinstrument. Ihr habt das Wellenfrontlicht, das Grüne von dem Laser und das Blaue und das tatsächliche Signal, was ihr messen wollt, was direkt in das wissenschaftliche Instrument geht. Und dann habt ihr eine viele Kontrollelemente. Dann braucht ihr natürlich eine Uhr für diese Synchronisation, für die ganzen Blenden und so weiter. Und ihr braucht Informationen für den Tip-Tilt-Instrument. Und das alles geht in den Computer. Der schickt es hoch, ihr erinnert euch. Da müssen wir diese Approximation machen in den zweiten Spiegel. Und der adjustiert das dann und das ist 100.000 Mal pro Sekunde. Ich bin ungefähr so groß. Diese beiden Rohren in der Mitte, die gehen nach oben. Das ist, wie die Elemente über das Teleskop Hauptmirror, Hauptmirror, irgendein Instrument in der Mitte. Die zweiten, die sind da oben. Ich hasse es, diese Laserpointer zu benutzen. Weil ich dann immer so mache. It's my man. Er ist mein Mann. So, okay. So we do have the adaptive secondary up there. Und wir haben die adaptive zweite da oben. Und dann geht es weiter in das Wissenschaftsinstrument zum Sensor. Wieder. Wir haben ein Lasersystem. Wir haben irgendwo ein Startsystem für den Laser packen. Wir müssen separieren zwischen dem Laserlicht, dem Tiltlicht und dem wissenschaftlichen Messlicht. Wir brauchen diesen Tip-Tilt-Control, wir brauchen die, den Wellenfront-Sensor. Und natürlich das, die Kontrollsoftware. Also sehr viele Leute schreiben Software für diese Systeme, was wirklich, wirklich schwer ist. Viele sind auch hier, aber man... Sie wollen nicht genannt werden, aber vielleicht findet ihr sie ja auf diese hier auf dem Kongress. Das ist, wo die Laserbox sitzt. Und direkt daneben ist der Elektronik-Hack. Und wie das Ganze aussieht, sieht man hier, das ist einer unserer Laser. Er hat ungefähr 20 Watt. Finger nicht reinhalten. Es tut ein bisschen weh. Nee, es gibt ein jährliches Lasertraining, ja, aber wenn man sowas zu Hause haben will, braucht ihr einen riesigen Kühlschrank direkt daneben, einfach nur zur Kühlung. Das ist nicht, was ihr daheim haben wollt, es ist einfach so groß. Aber wenn ihr den Finger jetzt in den Laserpointer haltet, da steht auch drauf, dass ihr es nicht mehr für 10 Sekunden benutzen wollt, weil es sich erhitzt und dann irgendwann kaputt geht.
Der Laser hier aber nicht, da er die ganze Zeit gekühlt wird. Wenn man es jetzt anmacht und das Ganze getestet hat und das Ganze kommt dann in eine Kiste und mit den ganzen Spiegeln, den Kameras, und in der Mitte sieht man dann eine Fokussierlinse, wo man drei kleine Strahlen rauskommen sieht, die sich dann im Himmel verteilen, bis zu 12 Kilometer Höhe, und das ist, wie sie rauskommen. Und wenn man das Ganze im Teleskop installieren will, dann muss man das Teleskop kippen, weil er sonst nicht drankommt. Und wenn man jetzt den Laser, wenn die Laser jetzt hergestellt hat, muss man sie durch eine Staubröhre schicken, auf einen Startspiegel und von dort auf einen Startspiegel. Und dann sieht es so aus. Okay, also die Laser kommen von dort hoch über auf die andere Seite, auf den zweiten Spiegel und dann direkt in den Himmel. So. Wenn ihr das zu Hause haben wollt, aber ich kann euch sagen, das ganze Teleskop kostet weniger als ein voll ausgestatteter Eurofighter. Thank you for taking the hint. Vielen Dank. Das ist, wie es aussieht. Ja, es sieht wirklich cool aus. Okay. Ich muss wirklich zugeben, diese Bilder sind länger belichtet. Wenn man direkt am Teleskop ist, sieht das nicht so aus. Wenn man aber lang genug im Dunkeln war, sieht das wirklich hell aus. Und es gibt ein kleines Teleskop, wo diese Punkte wirklich im Himmel sind. Und wenn wir einen klaren Himmel haben, sieht man das rechte Bild. Und wenn nicht so klaren Himmel haben, sieht man die linken Bilder. Wobei die Punkte auch da sind. Also zum Beispiel, wenn Wolken da sind, sieht das dann so aus wie links. Wir haben ein Dichroid, wenn das Licht wieder runterkommt, das Ganze teilt dann das Licht auf, was wir beobachten wollen, und die Laser, das ist, wie es aussieht. Das ist hier in diesem Fall ist direkt vor Sebastian, und von dort ist es auf einen Reflektor reflektiert und von dort dann in den Wellensensor. Und hier sieht man jetzt das Ganze nochmal, und da sieht man den Reflektor, und hier geht es dann rein. Und hier, das ist dann der Wellensensor. Und der sitzt dort. Und das ist, wie es aussieht, wenn man es einbaut. Und das ist, wie es innen drin aussieht. Da hat man die drei Laserstrahlen, die reinkommen, die aus dem Himmel kommen. Man hat Kontrollkameras, wo die Laser sind und ob die an die richtige Position gehen und ob man da noch nachsteuern muss. Und dann hat man dort ein bisschen Kontrolle, wie man dann die Laser positioniert. Und dann gibt es Zellen, die das Öffnen und Schließen machen vor der Blende. Man kann hier keine mechanische Blende verwenden, weil man mehrere Polarisierungen über die Laser legt, und genau, wenn man diese addiert, dann blockieren sie entweder einen Laserstrahl oder lassen ihn durch. Und dann hat man innen drin die Linse und dann den Chip, der das Ganze aufnimmt. Und das Ganze nimmt das dann bei auf 4x4 auf, in unserem Fall jetzt mehr. Das ist ein nur für dieses Experiment gebauter Fotochip, und wenn man den ausliest, dann spaltet man das Bild in zwei und transferiert es zu den beiden und liest es aus, weil der Readout langsam ist, aber der Transfer schnell ist. For the experts here in the audience, this is very good.
Das hat eine sehr gute Auslese-Rate. Es sind nicht viele Pixel, aber es sind mehr als genug für uns. Wie sieht das dann aus? Und da habt ihr wieder euer Pattern, euer Muster. Das von den drei Laser-Sternen habt. Und das hier sind die tatsächlichen Positionen auf dem Grid. Und berechnet dann die Kurven davon her. Und schickt es weg zum. Schickt es am Computer, der das dann wieder in den verformbaren Spiegel schickt. Und dann funktioniert hoffentlich alles. Und das hier könnt ihr zu Hause verdauen. Es ist im Stream. Also. Es ist abgespeichert für alle Ewigkeit und für die Aliens, die die elektromagnetischen Wellen messen. Nur ganz kurz, da ist unten in Green, das geht nach oben zu den Lasern, durch einige Steuerungsspiegel. Und da geht man durch einen Fokus-Check. Und dann geht man hoch zu den zum Himmel und da unten ist dann der Hauptspiegel und dann geht das wieder durch diese Schleife. Und die alle diese Sachen müssen miteinander reden, mit sehr hohen Raten, manchmal 10.000 Kilohertz. Das gebraucht sehr komplexe Kontrollsoftware. Die Programmierer können sehr stolz darauf sein, was sie in der Vergangenheit getan haben mit diesen ganzen Kontrollschleifen. Das Tip-Tilt ist mal viel einfacher. Ihr erinnert euch, das Tip-Tilt bewegt das herum. Und es bewegt sich links oben, das könnt ihr einfach erkennen. Und das wird dann hier in dieses Array aus vier Fotodioden gefüttert. Für das hier brauchen wir nicht viele Photonen und daher kann das Tip-Tilt relativ schnell starten. Die Kalibrationseinheit können die Kalibrationseinheiten kann man während der Tageszeit kalibrieren und dann kommt man wieder zurück zu diesem Bild. Das ist, wie wir aussehen. Und das ist, konzentriert euch mal hier auf diese zwei Punkte. Ich werde jetzt wieder hin und her wechseln, oft. Aber was sind diese zwei Sachen? Sind das Sterne? Sie sehen sehr schwach aus. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das. Und jetzt sieht man, dass es nur Sterne sind, anstatt Galaxien oder Planeten. Was man erwartet hätte. Das ist über ein riesiges Feld. Man sieht das jetzt nicht nur an den Punkten, sondern über das ganze Bild, wie das Ganze an den Rändern ausschwacht. Und hier sieht man dann die Linie und die eine Linie ist, wenn man das Ganze ohne Feedback-Loop ansteuert und das andere mit Feedback-Loop ansteuert. Das bedeutet natürlich auch, dass unsere Störung pro Pixel massiv runtergeht, was natürlich Rechenzeit spart bei der Auswertung der Bilder. Es sind $200 pro Minute, sowas zu benutzen. Das ist nicht billig. Okay. Also jetzt was anderes. Letzte Woche gab es noch einen Testlauf. Meine Kollegen haben dort ein nettes Video erstellt. Die Musik ist aber royalty free und nicht an die GEMA abführbar. Man hat jetzt mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass es mit dem Sound klappt.
Natürlich, das ist natürlich wieder ein Langbelichtungsbild. Es sieht leider nicht so aus. Es sieht nicht ganz so aus wie Star Wars. Ich hätte wahrscheinlich ein Star Wars Musikstück dazu verwendet. Aber ja, Musikrechte. Das ist, wie es aussieht. Also man hat hier drei Laserstrahlen. Drei Laserstrahlen pro Teleskop. Das sind zwei Teleskope auf einem. Also so kann man also wenn nur ein Teleskop benutzt, kostet es nur $100 pro Minute. Das ist jetzt also nicht das Glitzernde, sondern wenn man auf dem Berg steht und dann sieht man auch die Laserstrahlen. Aber lasst euch nicht täuschen, wenn ihr im Tal seid oder sehr weit weg seid, dann sieht man die Laserstrahlen fast nicht oder gar nicht. Wenn man 2 Kilometer weg ist, dann sieht man nur ein grünes Leuchten. Und wenn 10 Kilometer weg ist, sieht man sie definitiv nicht. Aber wenn 10 Kilometer weg ist und dann 5 Minuten Belichtungszeit wählt, dann sieht man das Ganze. Aber die Leute im Tal sehen jetzt nicht einfach Laserschüsse in den Himmel. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Wie bekommt man wie wird man ein Laserraketenwissenschaftler? Ja, das bekommt man. Ich habe das hier noch mit eingebunden, weil ich bekomme die Frage oft. Und es ist eigentlich immer die Frage, was muss ich machen, um hier arbeiten zu können? Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was man machen muss, weil ihr verstanden habt, wie komplex das Ganze ist. Es gibt so viele Sachen, die gemacht werden müssen, die in solchen Projekten bewältigt werden müssen, auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Administration, ältere Menschen, die Leute einarbeiten und es gibt Arbeitsplätze für Bachelorstudenten, für Masterstudenten, für Doktorstudenten. Es ist nicht immer die Laser in den Himmel schießen, sondern einfach zum Beispiel nur Kabel verlegen. Es muss gemacht werden. Es gibt einen riesigen Berg von Elektronik, der verbaut ist, und mechanischen Teilen, die dort verbaut sind. Und alle Teile, die dort verbaut sind, sind speziell dafür hergestellt. Entweder man hat es selbst gebaut oder hat es als Auftragsarbeit vergeben. They need to be programmed. If somebody is here in the audience, okay, wenn hier jemand im Publikum sitzt, der wirklich gute Erfahrungen mit Echtzeit-Computerentwicklung hat, soll er bitte mit mir reden. Das ist, wie unser Software-System aussieht, also ein kleiner Teil der Oberfläche. Es ist sehr viel Code und sehr viel Arbeit, die wir vor diesem Computersystem verrichten, und wir testen es die ganze Zeit und dann nochmal und dann nochmal. Wie man in solche Projekte reinkommt, dazu muss man kein Laserphysiker sein. Wenn man 3 Sachen mitnehmen will, es ist eine Teamarbeit. Es gibt sehr viel Arbeit, sehr viele Jobs, und man muss einen davon nehmen. Und du musst dann in diesem Job sehr, sehr gut sein. Wenn man in solchen Projekten arbeitet und man trifft eine neue Person in diesem Projekt, dann geht immer davon aus, dass sie alles weiß und du gar nichts. Entweder ihr werdet schnell feststellen, dass dass es so ist oder falsch ist. Wenn man es nicht andersrum ausgeht, macht man sich meistens lächerlich. Und das Zweitwichtigste ist, dass Leute in der Wissenschaft und Leute außerhalb der Wissenschaft, dass man... Es ist nicht immer nur, dass diese Sachen oder Atmosphären, wo nur wo Leute durch die Gegend fliegen und
komische Dinge machen. Es ist wirklich harte Arbeit. Und wenn man tatsächlich sich damit beschäftigt und in dieses Feld gehen will und zum Beispiel Physik studiert oder wenn man sowas bauen will und zum Beispiel die ganzen Zeichnungen sind werden angefertigt von Maschinenbauern oder von Optikern, die dann die Linsen bauen oder wenn man tatsächlich Sachen bauen will. Es gibt sehr viele Leute in den Instituten und Universitäten, die in den Electric Departments und die zum Beispiel dann die Chip-Layouts entwerfen, weil die sind alle selbst angefertigt, weil die gibt es nicht im Laden zu kaufen. Und das heißt, dass man meistens genauso cool, man könnte genau bei sowas cool enden. Man könnte vielleicht ein Raketenwissenschaftler werden, vielleicht nicht. Und nach 10 Jahren stellt man vielleicht fest, dass es nicht das ist, was man tun will für immer. Und deswegen muss ich meine Einführung korrigieren. Ich arbeite zum Beispiel jetzt nicht mehr dort. Ich habe jetzt meine eigene Firma. Ich mache zum Beispiel Berechnungen für solche Projekte, aber ich arbeite nicht mehr bei dem Institut. Was aus dem Grund, dass die Arbeitsverträge nicht bei den meinen Vorstellungen nicht entsprechen. Und deswegen bin ich dort ausgestiegen. Und also es gibt viele Wege, wie man sich an sowas beteiligen kann. Also schießt euch nicht auf das ein, was ihr seht, sondern macht, was ihr wollt und vielleicht endet ihr auch hier. Und wenn ihr euch wirklich anstrengt, macht ihr vielleicht was genauso Cooles. Okay, also Fragen. Okay, first of all, vielen Dank für unsere tägliche Dosis Laser. Wir haben nicht viel Zeit für Fragen und Antworten. Das erste an unseren Signal Angel, ob da irgendwelche Fragen aus dem Internet sind. Zwei, okay. Okay, diese Leute können nicht nachher Fragen stellen. Und wenn ihr mich direkt erreichen wollt, 7391 ist das mein Telefon. Die erste Frage aus dem Internet ist, wie stark Laser sind, ob da irgendeine Gefahr für die Leute in der Nähe sind. Die Laser sind zwischen 15 und 20 Watt.
Würde jetzt zum Beispiel ein Flugzeug durch unseren Laserstrahl durchfliegen, es würde dem Piloten würde gar nichts passieren, weil bei dieser Höhe der Durchmesser des Laserstrahls schon so groß ist, passiert gar nichts. Vielleicht drücken Sie aus Versehen einen falschen Knopf. Wenn man jetzt direkt sich das System anschaut und was man warten muss und an dem man arbeitet, da muss man Brillen tragen, die zum Beispiel vor Laserstrahlen schützen, weil auf der Nähe hat man zum Beispiel direkten Schaden an den Augen. Deswegen experimentiert nicht mit solchen Sachen zu Hause, wenn ihr nicht den Standard Lasersicherheitsregeln befolgt. Genau, also guckt zum Beispiel nicht in euer Blu-ray Lasergerät, ob das wirklich funktioniert. Macht das einfach nicht, weil euer Augenlicht zu verlieren ist es nicht wert. Erinnert eure das noch funktionierende Auge zu beschützen. Die zweite Frage aus dem Internet ist, es sagt, dass es sehr ein cooles Konzept ist, dass es schon in der Benutzung ist und was die Sicht für die nächsten 10 Jahre ist. Okay, die Teleskope werden einfach größer werden. Die nächste Generation von Teleskopen wird in 2020 fertig werden. Das nächste Teleskop wird ca. 40 Meter Durchmesser haben. Die sind jetzt so groß, dass man die Laseranpassung inzwischen immer machen muss, weil man sie mechanisch fast nicht mehr bewegen kann. Ihr erinnert euch vielleicht an das Diagramm von vorhin, wo es den Stickstofflaser gab und die anderen, die innen drin waren. Und dann kann man sich vorstellen, dass man sich verschiedene Schichten in der Atmosphäre testet, weil es verschiedene Störungszonen gibt. Dass jede dieser Zonen seinen eigenen Spiegel bekommt, um die Anpassung vorzunehmen. Und dann sind da natürlich natürlich gibt es dort auch Forschung, wie man zum Beispiel die Wellenfront erkennen kann. Zum Beispiel mit einem Pyramidensensor. Man kann sich das Ganze angucken. Wir haben hier auch einen in unserem System. Es ist sehr effektiv. Es nimmt sehr, sehr viel weniger Photonen, um auf dasselbe Level, störungsfreie Level zu kommen. Das ist halt, das ist noch Forschung. Und alle großen Teleskope werden das in fast allen Plätzen haben. Wir sind komplett ohne Zeit und nochmal vielen Dank. Sie haben beim Vortrag Shooting.